Wir Menschen haben gelernt, uns anzupassen. Und ganz vielfach führt das dazu, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind, was uns eigentlich wichtig, wichtig ist. Und wir glauben dann, dass wir in Beziehung einmal mehr das zum Ausdruck bringen können, ohne noch zu wissen, wer wir wirklich sind. Und ja, Beziehung ist eine absolute Möglichkeit, einmal mehr sich selbst zu erleben zu leben, sich selbst zu genießen und im besten Falle ist es nicht nur zu Beginn einer Beziehung so, sondern etwas was anhält. Und Tatams mit Moluk, dem roten Mond und den 13 Tagen dieser Welle, welche vom 30. August bis 11. September läuft, haben wir die Möglichkeit durch die Qualität und Kraft der Selbsterinnerung und Reinigung einmal wer, einmal mehr. Habe ich gesagt, wer ja, wer sollte das jetzt sehr ernst nehmen? Du, <laughs> um einmal mehr dich selbst zum Ausdruck zu bringen, dich selbst kennenzulernen, deinen Selbstwert, dein So-Sein kennenzulernen, das richtig aufzupolieren, dich in den Himmel hinauf zu loben, dort, wo der Mond herunterscheint, äh, hinunter auf die Erde dich mit dem anzuerkennen, was du an Talenten und Fähigkeiten mit dir mitgebracht hast. Tja, das klingt prinzipiell super, oder? Ob es jetzt so leicht geht, wenn wir aufgewachsen sind in einer Welt, wo man ähm, das Tiefstapeln ähm, schätzt, wo Understatement und Zurückhaltung ein hohes Lied sind und das davon zeugt, dass wir gute Mitmenschen sind. <laughs> also, ich sehe das so dass es wichtig ist, einmal mehr etwaige Uraltbaustellen, die an dem Selbstwert, an deiner Selbstliebe kratzen, aufzuspüren. Und ja, das ist nicht unbedingt so das Angenehmste und zeigt sich vor allem dann, wenn du dich nicht so gut fühlst. Denn wo immer du dich nicht gut fühlst, erzählst du dir irgendeine Geschichte. Ja, eine Geschichte, es war einmal, die nicht unbedingt mehr für jetzt stimmen muss, darf, soll. Denn es ist an der Zeit, wenn du diese Audio hörst, diese Nachricht dir jetzt gerade reinziehst, das vielleicht von irgendjemandem zugeschickt bekommen hast, der das merkt, dass es eigentlich ja ganz einfach wäre, Dich so zu leben, wer du bist, weil du so ein wunderbarer Mensch bist, so liebenswert, so herzig, so hilfsbereit, so wertvoll für deine Umgebung. Das ist genau das, was du für dich einmal mehr erleben darfst, leben darfst. Und der rote Mond, der steht für Lebensgenuss. Naja, und was heißt denn Lebensgenuss? Sich als der Mensch zum Ausdruck zu bringen, der man ist und dafür auch noch von der Umgebung anerkannt, geschätzt, geliebt zu werden. Das klingt fast wie noch ein Traum. Und ich sage dir, wenn du das wirklich, wirklich lebst und dich da hinauswachst, einmal mehr du zu sein, dann verändert sich auch die Umgebung auf eine Art und Weise, wo genau das passiert: dass die Menschen sich einfach an dem erfreuen, dass du da bist, sich wirklich auch an dem nähern, weil du bist und gar nicht jetzt erwarten, was du alles für sie tun sollst, sondern allein. Deine Anwesenheit ist schon ein Geschenk, deine Präsenz ist das Present, das Geschenk für die Umgebung und dass dann die Dinge, die du gerne tust, aus dir heraus auch in Leichtigkeit gerne gemacht werden, weil du das möchtest und nicht weil andere sagen, gemacht okay, ist. du bist das so gut, gemacht es, macht es. Und du hast nicht gelernt, da Nein zu sagen, weil du immer noch glaubst, du musst dich beweisen, weil du noch nicht erkannt hast, dass du wertvoll und wichtig bist. Tja, die Zeiten dürfen der Vergangenheit einmal mehr angehören. Und ja, du merkst vielleicht, ich bin absolut enthusiastisch und das bin ich wirklich, weil ich einfach weiß, was möglich sein kann. Und manchmal ist es für mich selber so, wenn ich dann so hinspüre. Oder auch Menschen sehe, die mich an mein altes Ich erinnern, weil ich dann merke, ja, alter, das war echt, in Wahrheit voll anstrengend. Aber nur weil wir gelernt haben, dass etwas anstrengend ist und dass wir gut angestrengt sein können und dass wir uns stetig überfordern können und uns belasten können und dass wir das handeln können, hast doch bitte nicht, dass wir das so leben müssen ganz und gar nicht. Und diese Zeitqualität von Moluk ist so eine Einladung hier aktiv zu werden, einmal mehr dich rauszuschälen, in diesen Lebensgenuss zu kommen. Dich zu erinnern an deine wahrhaftige Qualität, die du in dir trägst. Eine Einzigartigkeit, die du mitgebracht hast, die nur du ins Leben bringen kannst. Und nur du. Und es ist wurscht, weil ich kann mir erinnern, selbst, ähm, ich mein, ich habe äh, im Fitnessstudio Bauchbeine-Bohstunden, könnte man sagen, ja, das ist eher alles das Gleiche. Nein, selbst eine bauchbein ist bei Theresia anders gewesen als jetzt beim Franzl. Oder wie auch immer meine ganzen Mitkollegen da geheißen haben. Und da auch zu dem zu stehen und sagen: Ja, das ist wertvoll, was ich da einbringe, und ich bin auch zufrieden, dass ich mich einbringen kann. Ich finde das sogar wunderbar, und äh, ich entscheide mich aus mir heraus, das zu tun, weil ich das will. Dann habe ich eine äh, Qualität von: Ich bin selbstwirksam, ich nehme mich mit meinen Fähigkeiten Talenten ernst und gebe das in die Welt hinaus. Und in Leichtigkeit, frei von einem Kampf, nicht. Ja, ich muss checken, dass die anderen nicht, dass ich so viel mache und sollten sie das nicht einfach am mehr anerkennen? Ich mache so viel und der andere macht gar nichts. Dann fehlt die Anerkennung deiner selbst, deiner Qualitäten. Denn nur wenn du es in dir verankert hast, dann kannst du was geben wie ein Echo. Wenn es in dir nicht drinnen ist. Dann kann ich das rundherum erzählen, du bist toll, du bist schön, du bist wertvoll, du bist wichtig, du kannst das und das gut und das und das gut und das und das gut. Wirst du tendenziell mit einem, naja, das ist ja nicht so schwer oder na und äh, keine Ahnung, das, das ist eher euer Fetzen, den ich anhab und na, ich bin ja gar nicht geschminkt und understatement, Statement, understatement. Statement, Statement. Also, es ist schon interessant, wie sehr wir es... Echt schaffen uns klein zu halten, und gleichzeitig ist es ja keine Überraschung, weil die Welt so aufgebaut ist. Ja, und die Welt mag so aufgebaut sein, aber ich finde es beginnt zu bröckeln, und es ist auch für dich wertvoll und wichtig, weil es wahrscheinlich auch dich dann mehr und mehr einladet, einfach auch zu dem zu stehen, was für dich wichtig ist. Und vielleicht hast du das auch in den letzten Jahren so erleben dürfen, dass es durchaus wertvoll und wichtig ist, so zu spüren, wie du spürst, dass das stimmt, was du spürst, dass du zu dem auch stehen darfst und stehst. Und dadurch vielleicht eben auch, so wie ich, ja, wirklich ganz, ganz wunderbare Menschen auch in mein Leben gezogen habe, dass das auch für dich so etwas war, wo du merkst: Ja, in Wahrheit ist da schon einiges passiert. Und deswegen, also was auch immer für Uraltbaustellen vielleicht da sind, oder wo es da noch hartnäckige Blockaden gibt, wo immer du irgendwie spürst, in dir so ein so etwas, merke schon, bevor ich ausspricht, etwas, was dir so gefühlt, ein bisschen einen Druck auf der Brust auferlegt und du irgendwie so wirklich spürst, dass da eine Enge ist und du gar nicht gut durchatmen kannst, nämlich dich atmen. Hey, du nimmst nämlich niemanden und Ganz ehrlich, das klingt jetzt total banal. Für mich war es eine Offenbarung, wie das Trainer zu mir gesagt hat: Du nimmst niemanden Luft weg, wenn du tief Atem holst. Niemanden. Es ist genug da. Und dann kann es auch wieder fließen. Weil Lebensgenuss und dieses Fließen, wofür der rote Mond steht, das klingt so, da denkt man sofort an Wellness. Und ja, natürlich, eben sich Gutes zu tun, sich zu erlauben, etwas zu tun, wo man nicht produktiv ist. Hey! Also, ich weiß, von was ich rede. Ich war ja zum Beispiel nie der Badewannentyp. Aber rate, ich kann eine Badewanne genießen. Sogar, hey, ich habe es echt geschafft, bis zu drei Stunden. Mhm, yes. Wo es um nichts geht. Wo nichts erreicht werden muss, wo nichts entstehen muss, wo nichts Produktives am Ende dabei rauschen muss, sondern einfach. Äh, stell dir vor, du müsstest dir jeden Atemzug verdienen. Das ist, genau, das ist doch voll unsinnig. Und irgendwie tun die Menschen dann so. Nein, nicht weil sie deppert sind. Ich habe letztens gehört und das hat mir gut gefallen: die Menschen sind alle gleich intelligent, aber halt verschieden verwirrt. Also hoffe ich, dass diese Audio dir ein Beitrag ist, einer etwaigen Verwirrung, die in dir noch gegeben ist, sich entwirren darf, sich auflösen darf. Denn es ist wichtig, dass du du bist. Es gibt einen Grund, warum du in diese Welt gekommen bist, als der Mensch mit den Fähigkeiten, Talenten, Qualitäten, die du mitgebracht hast. Und manchmal geht es darum, dass das freigeschalten wird. Und ich weiß, also ich mache ja immer wieder auch gerade bei den Prozessbegleitungen jetzt diese Maya-Audios mit dazu. Das ist eine Offenbarung für viele, wenn sie dann erkennen, dass sie sich eben nicht leben. Und irgendwo spürst du es vielleicht eh auch, dass du dich nicht lebst. Und wenn du auch spürst, dass du da in Beziehung Kompromisse lebst, dich nicht voll lebst und die vielleicht schon zu sehr angepasst hast und der Raum für dich ein bisschen kleiner geworden ist, als vielleicht ja möglich ist und du merkst so alter ich krieg keine Luft mehr da in diesem Miteinander, dann melde die unbedingt für ein Beziehungsglücksgespräch. Ich mache ich liebe diese kostenlosen Erstgespräche, weil de facto damit sie was ändern darf. Darfst du dich ernst nehmen? Darfst du beginnen, dich ernst zu nehmen und dir Räume zu öffnen? Und du kannst dir super gern bei mir melden. Ich gebe den Link unten rein in der Videobeschreibung, weil ich einfach an das glaubt, dass es wichtig ist, dass alle Menschen einmal mehr sich selbst leben und die Möglichkeit haben können, mal so ganz prinzipiell, finde ich es nämlich voll bedeutsam und wichtig und Einfach schön, jeder Mensch hat sich eine glückliche Beziehung verdient. Und wir brauchen andere Menschen. Und na, wir brauchen nicht Mama und Papa bis auf ewig, aber ein Gegenüber zu haben, wo man einmal mehr sich selbst entfaltet und leben kann und das Raum haben darf, dass du Raum haben darfst in deiner Beziehung. Das wünsche ich mir total für dich. Und was ich da an und je nachdem, wann du die Audio hörst. Es ist ja auch eine Vollmondnacht. Am 31. August um 3.36 Uhr komplettiert sich der aktuelle Supervollmond. Und es gibt eine Spüranleitung. Die gebe ich da auch noch unten rein. Und falls du nicht ohnehin in der Telegram-Gruppe bist, da ist es dann nochmal extra drin. Und da kommt dann auch eine Erinnerung wiederum fürs Vollmondwasser. Solltest du ein Fragezeichen über deiner Stirn haben. Und das Kühler. Es spricht dir an, dann komm auch in die Telegram-Gruppe, da kriegst du es unmittelbar zugeschickt, etwaige Zusatzimpulse, ja, aber es haltet sich in Grenzen. Tendenziell gibt es eben alle 13 Tage die Infos zur aktuellen Welle, wie eben aktuell zu Moluk. Möge der rote Mond deiner Lebensqualität einmal mehr dienlich sein, du dich von hartnäckigsten Blockaden lösen, befreien, und hierfür etwaige Uraltbaustellen entlarven, weil es Zeit ist, dass diese Reststörfaktoren abgehobelt werden können und du in neuem Glanze erscheinst. In Liebe, Theresia.